Im Rollstuhlbasketball mit der deutschen Nationalmannschaft haben wir in Peking Silber geholt und in London Gold. Ich wollte dann eigentlich meine Rollstuhlbasketballkarriere beenden und gar nicht wieder so in den Leistungssport einsteigen. Ich habe dann Rennkajak ausprobiert und es hat mich einfach wieder total gepackt. 2019 ist dann mein kleiner Sohn zur Welt gekommen. Das war schon so das Größte für mich, Mutter zu sein. Aber ich wusste auch, dass ich weiter Sport machen möchte und ich war noch nie so erfolgreich, wie seitdem ich Mutter bin. In Tokio selber, ich habe da meine beiden besten Rennen meines Lebens gefahren. Edina Müller, Gold in Tokio. End of story. Nein, see you in Paris.